Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's wieder los mit der Gruppenaktion Teil 2. Im letzten Video konntet ihr ja schon sehen, dass hier schon zweimal Silber jetzt gefunden wurde auf den Flächen. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass ich jetzt in diesem Teil selber Silber finde. Und wir sind jetzt hier unterwegs. Hier kam die Bitte, dass wir die Löcher hier nicht zu groß machen und das Ding kommen wir natürlich nach, ne? Jetzt hier auch wieder dürfen wir alles. Und jetzt geht's los. Mal gucken, wer diesmal Glück hat. Bringt Spaß, mal was anderes. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wetter ist jetzt auf jeden Fall angenehmer. Ich laufe mit dem Deus 1 weiterhin, weil ich mein Deus 2 zum Testen vergeben habe. Und dann würde ich sagen, bis zum ersten Signal. So, ich schnappe mir jetzt hier diese Bahn. Die Erhöhung sieht auch super aus. Ich gehe mal eine Linie und dann gehe ich oben auf der Erhöhung ein bisschen. Mal schauen. Ja, guck mal, das bringt schon Spaß, ne? So, aber wir wollen ja Gas geben. So, der erste für heute. Jetzt gucken wir mal. War noch nicht so groß. Und dann gucken wir mal direkt. Freunde. So. Ich habe das Gefühl, da könnte es gehen. Und da an der Seite. Bitte? Oh ja! Sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Ja? Okay. Das, bei dem Simplex mag das nicht. Da gibt es aber diese Mute-Funktion. Kennst du das? Nee. Wenn du das jetzt hier anmachst, den hier, den Knopf immer einmal, dass er einmal leise ist. Okay. Dann macht er einmal, ist er komplett leise. Okay. Falls man mal das Problem hat, dann geh mal schnell. Mag er nicht. So, Freunde, jetzt einmal kurz schauen, was wir hier haben. Ich glaube, du. Nee, ich sehe es nicht. Wo ist er denn jetzt? Mensch, da. Da ist er. Und es ist eine Blombe. Eine schöne Bleiblombe. Naja, warum denn nicht? Weiter geht's, bis zum nächsten, Freunde. Ja, ich habe gerade eine. Das ist eine Sondengängerin und sie hat einen Simplex und die mochte meinen Pinpointer nicht so gerne. Ja, aber da kommen wir schon zurecht, ne? Okay, dann merkst du langsam, die restlichen kommen auch. Finde ich ganz gut. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, von so einer Gruppenaktion, ob ihr sowas gerne öfters sehen möchtet oder nicht. Und dann würde ich sagen, wir fangen an mit einer Blombe. Keine Ahnung. So nicht schwer. Komisch. Okay, bis zum nächsten. Nächster. Okay, ich glaube, ich habe dich. Zündtütchen. Sehr gut. Sehr schön. Damit können wir arbeiten. Weiter geht's. Ganz leichtes 80er. Aber so ein gutes Signal. Sollte man mitnehmen. Ein bisschen. Ne? 42. Da. Okay, was Kleines auf jeden Fall. Ein kleines Fragment. Aber ich kann nichts weiteres sagen. Schade. Okay, weiter. Aber. Oh ja, da. Guck mal. Was ist das? Sieht aus wie so ein. Habe ich schon mal gefunden. Ist das nicht irgendwie so ein Deckel oder so? Eigentlich Oberflächenfund. Habe ich doch schon mal gehabt. Fahre ich mal irgendwo hin. Mal schauen, was ihr sagt und was sich hier herausfinden lässt. Gucken wir mal. Es geht weiter. Geht weiter. Aber schöner Ausblick auf jeden Fall. Super Wetter. Nur ein bisschen kalter Wind. So, es geht heute wieder zackig. Auf dem Acker muss das so sein. Ui, was ist das? Das sieht für mich aus wie so ein. Ach, guck mal, wenn du so einen Verband hattest irgendwie. Das ist, ja. So befestigt wird, weißt du? Okay, gut. Also nichts Interessantes. Schade. Aber das Signal war gut. Hätte auch was Gutes sein können, ne? Wir wissen es ja nie. Weiter geht's. Weiter geht's, Freunde. Ein typischer Fall von Alu. Und das ist am Spaten hängen. Gut. Wie ihr sehen könnt, bei mir läuft es heute sehr müllig ab. Es ist ein Suchtag hier heute. Bin gespannt, was noch kommt. Aber kann nur besser werden. Also man sieht auf jeden Fall, hier liegt ja Silber und alles. Aber man muss halt nur die richtige Bahn erwischen. Ne? Man kann vielleicht das hier hinten ein bisschen erahnen. Da hinten ist das Meer zu sehen.
richtig schön. Also der Ausblick ist jetzt hier gerade richtig geil. Also wirklich top. So, vorsichtshalber natürlich filmen beim Ausgraben. Dass wenn was Tolles kommt, man es live auf Kamera hat. Ja, ich habe ihn heute auch wieder feinfühlig eingestellt. So ist es ja, ne? So soll es sein. Aber wir haben hier wieder nur so ein Fitzelding. Schade. Bis zum nächsten, Freunde. So, nochmal ein 80. Hup. Ja, oh, Pistolenkugel. Aber nichts anderes. Okay. Pistolenkugel. Ich habe hier einen. Geguckt habe ich noch nicht. Wir wollen ja diese Spannung auf jeden Fall weiterhin haben, falls was kommt. Aber es ist wieder, ne? Oh, so ein Überbleibsel vielleicht. Schnalle? Ne. Ne, nö. Okay, weiter geht's. Das Loch wird schon wieder nebenbei geschlossen. Ein Nagel aus dem tiefen Boden. Aber ist ja auch gut. Haben wir mal wieder so ein bisschen Müll rausgeholt. Ich hoffe, man kann das ganz gut erkennen auf den Aufnahmen. Aber ja, so auf einer großen Fläche verteilt sich das sehr, sehr gut, ne? Bei dem schönsten Sonnenschein das nächste. So, irgendwo hier. So, Freunde, jetzt bin ich hier schon wieder ein bisschen unterwegs. Und ich habe die Hoffnung, dass wir heute noch was Schönes finden. Wir werden es sehen. Ich habe ja schon die ersten Funde zeigen können, was noch kommt. Ich weiß es nicht. Ich bleibe auf jeden Fall dabei, dass ich euch wieder alles zeige, was ich denn hier so finde. Und ich hoffe, dass natürlich auch die anderen vielleicht noch mal schöne Funde präsentieren können. Deswegen bleibt auf jeden Fall am Ball. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Signal. Wetter ist mega, mega schön. Und ja, dann gucken wir einfach mal, was denn noch so Richtung ja, Meer kommt. Aber man sieht ja, der Ausblick ist richtig toll. Okay, Freunde, bis zum nächsten Signal. So, wir haben jetzt hier eine Münze, eine Öhrenmünze, höchstwahrscheinlich. Und bisher habe ich aber noch nichts weiteres entdeckt. Aber sehr schön. Ja. Und mit diesem Ausblick und bei dem Wetter natürlich sehr schön. Wenn man das Wasser hier hinten sieht, sieht sehr, sehr gut aus. Klasse, weiter geht's, bis zum nächsten. So, da ist der nächste. Wir gucken, Signal ist richtig schön deutlich. Könnte natürlich jetzt Potenzial sein, dass wir jetzt hier wieder so ein ja, Dosending finden. Wir werden es mal schauen und prüfen. Oder wir haben richtig Glück. Oh, eine Münze. Cool, oder? Ist das eine Münze? Nein. Das ist, glaube ich, von so einem Bier. Ah, schade. Oh, Mensch. Das wäre es gewesen. Ja, dann, da soll ich heute eben wohl nur Sonne tanken. Aber wir müssen positiv denken. Eigentlich kommen die guten Funde, wenn man eh nicht damit rechnet, ne? Oder du hast einen guten Spot. Okay, weiter geht's. Bis zum nächsten, Freunde. Und es darf natürlich auch nicht der gute Deckel fehlen. Den nehmen wir natürlich auch mit. Gern gesehenes Fundstück. Weiter geht's, Leute. Bis zum nächsten. Gerne Like da lassen, würde mich auf jeden Fall unterstützen, kostenlos. Und Dankeschön auf jeden Fall, dass du auch wieder mit dabei bist. Schreib gerne einen Kommentar, einfach für den YouTube-Algorithmus. Lass gerne einfach einen Daumen da. Und ja, mal schauen, wie die Runde heute ausgeht. So. Mal wieder ausfindig machen. Hier soll wieder was sein. Na? Auch wieder irgendwie Müll. Ach, Leute. Also, das geht ja gar nicht. Da muss ich auf jeden Fall für, damit ich nach Hause fahre, wenn sich das lohnt, muss ich auf jeden Fall nochmal in den Wald heute. Das kann so nicht weitergehen. Die anderen finden Silber und alles und ich gehe hier leer aus. Pulltab, Abziehlasche, Müll. Gut. Das war ein Beispiel, wie man nicht schwenken sollte. Das sieht man ganz oft, dass die Leute immer so hoch schwenken an den Seiten. Ihr sollt, wenn es geht, immer schön waagerecht bleiben beim Suchen. Damit auch das Magnetfeld reingehen kann im Boden. Und so nah es geht auch am Boden. Also, ja. Einige mit dabei, die verlieren richtig viel Tiefe. Ja. Ach du meine Güte. Aber man will auch nicht immer rumklugscheißer, ne? Okay, weiter geht's. Bis zum nächsten. Oh, was ist das? Na? Ne, bis zum nächsten. Na komm. Na?
Gehen wir mit. So oft benötigt immer so ein bisschen Zeit. Ja, das ist halt auch wieder von der Landwirtschaft, ne? Riesenteile. Die sind immer, geben natürlich ein gutes Signal, ist ja logisch, ne? Groß, da geht einiges. Das hätte man auch noch viel, viel tiefer detektieren können. Aber ab einer gewissen Tiefe, dann hört es auch mal auf, ne? Okay, weiter geht's. Und eine Runde Koksgestein darf natürlich auch nicht fehlen. Kommt rein mit in den Beutel. Da. Und es ist... Oh, das könnte was Interessantes sein. Das könnte was Interessantes sein. Das sieht gut aus. Warte mal. Was ist das? Noch nie gefunden. Keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall so schön grün aus. Ich zeig's mal, ich weiß nicht. Manchmal sind solche komischen grünen Objekte gar nicht so uninteressant. So, hier knallen plötzlich zwei Rehe entlang. Oh, die sind aber richtig schnell, ey. Eieiei. So, dann gehen wir mal darüber. Da sollen Münzen und Knöpfe liegen. So, Leute. Hier ist der nächste. Und ich hab schon gerade eben gesehen, es könnte rund sein. Es ist rund. Es ist eine Blonde. Okay. Gut, schönes Signal. Hat er gut gemacht. Bis zum nächsten. Ich hoffe ja noch was, auf was Tolles. Aber wir folgen jetzt auch mal der Sonne. Ja, und es ist Müll. Gut, weiter. Bis zum nächsten. So, um das mal ein bisschen knackiger zu machen, grabe ich schon mal einmal an. Und gucke, ob es irgendwie draußen ist oder so. Jetzt schien es auf jeden Fall so, dass es draußen sein soll. Hier soll es sein. Hab's in der Hand. Da, die nächste Blombe. Und der nächste, eine Patronenhülse. Okidoki, bis zum nächsten. So, nächster Fund, Freunde. Hier so eine Blombe mit einem R drauf. Und hinten wieder das K. Weiter geht's. So, schon mal zwei Löcher fertig gemacht für euch. Ein Knopf, einen richtig, richtig hübschen Knopf. Aus Arsenbronze. Hier scheint es besser zu sein. Ich habe auch gerade eine Nachricht bekommen, dass ich hier mal suchen soll. Und ein bisschen Patronenhülse. Hier kommen mehr Funde, mehr Signale. Und da bleibe ich jetzt mal hier am Ball und versuche euch nur das Bessere zu zeigen, damit es ein bisschen, ja, zackiger geht. Schöner Knopf, super gut. Nächster Fund, Freunde. Irgendwie ein Ding vom Ding. Ich weiß es nicht. Aber es geht weiter. So, nächster Fund, wieder so ein Ding vom Ding. Irgendwie Müll. Und eine Schraube darf auch nicht fehlen. Weiter geht's. Und wieder Müll. So, dieses Teil war auch erfolgreich. Ein paar Knöpfe. Meins? Meins? Darfst du auch gerne behalten. Auch schöne Dinger mit dabei. Der hier ist richtig hübsch. Der ist richtig toll. Sehr gut. Ja, kam doch mal wieder was zusammen. So, Freunde, dick eingepackt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es mit dem Wind aussieht, aber wie ihr sehen könnt, richtig schönes Wetter. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ich euch wieder ein bisschen was zeigen konnte. Ist halt einfach die Realität hier beim Sondeln. Wir sind wirklich richtig viele Leute und da kann man auch mal sehen, was da so zusammenkommt. Also für diese zwei Silbermünzen im letzten Video, wie lange hättest du dafür suchen müssen, wenn du alleine unterwegs bist. Deswegen bringen diese Gruppenaktionen auch wirklich mega viel Spaß. Okay, danke, 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 danke für alles und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, wenn ihr Lust habt und mich einfach kostenlos zu supporten.